Das hört einfach nie auf, ne? Warum ist es denn so lang? Nein! Alter, es ist so ein Abfuck. Ich scheiß drauf, ich beende jetzt den Tag. Ich hab gar keinen Bock mehr da drauf. Ich bin zu... Nee. Nee. Ich will die Story jetzt weitermachen hier. Da. Los. Sag mal, ich hab gestern Nacht noch was nachgedacht. Nehmen wir mal an, du fändest ihn immer noch. Nein! Mal angenommen. Meinst du? Genau. Und angenommen, du weißt jetzt was, was dazu führen würde, dass er die dumme Luisa in die Wüste schickt. Würdest du es ihm sagen? Wie, ich weiß nicht, eine andere Beziehung kaputt machen aus rein Egoismus, das kommt mir schon arg böse vor. Ich finde den aber überhaupt nicht mehr süß, ganz im Gegenteil. Also ich würde das hier tatsächlich machen, aber nicht aus diesem Grund, dass sie ihn dann kriegt. Ich finde den ganz überhaupt nicht mehr süß, ganz im Gegenteil. Überhaupt nicht mehr süß. Vanessa, ganz im Gegenteil. Schon klar, aber nur mal angenommen, du änderst deine Meinung. Nein! Ich denk mal drüber nach. So, ich will mal los. Ich habe mir vorgenommen, den ganzen Tag am Strand rumzugammeln. Wie immer! Ohne als Katrin zu Hause zu werden. Die wird stattdessen Geld von Neid werden. Wenn du magst, komm doch später vorbei und leg dich dazu. Einfach nein, what the fuck. Ja, echt, ey. So, wann ist nochmal wieder den Gammler? Ich denke, ich sollte mir mal ansehen, was die Gäste für Besorgung erledigt haben wollen. Dann kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht. Nein! Etwas besorgen. 5 Gäste muss ich jetzt was besorgen. Das ist alles so falsch in diesem Spiel. Sag mal, natürlich. Oh mein Gott, ich geh durch. Ich muss das Spiel unbedingt weiter speichern. Guck mal. Nein! Code! Code! Ja, überspeichern! Besorgung erledigen. Boing, boing, boing. Ich habe alles für euch dabei. Ich werde Besorgungen für euch erledigen. Wer steht denn da vorne mit dem Bikini, Badeanzug? Ah, so. Code, ja, echt Code. Einfach nur Code. Hallo, junge Dame. Hallo. Hast du zufällig meine Katzen gesehen? Nein. Wieso nimmst du deine Katzen mit in den Urlaub? Hier sind viele Hunde übrigens auch. Und jeder weiß, Hunde essen alle Katzen. Das weiß jeder. Kann so ein Spiel 5 Stunden gehen? Ich will einfach nur weiter in der Story kommen gerade. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wieso wir das die ganze Zeit schon. Boah, Hase, du bist der Allerbeste. Hase. Findest du auch, dass Luisa eine Hure ist? Okay, aber was ist. Okay, was ist so mit Boytoy? Ja, aber der hat gesagt, das hast du wahrscheinlich. Hast du das wirklich mit den Heiraten? Ich hatte einfach so random angesprochen, ja, der stand da noch. Dann hat er irgendwie gesagt, oh, es kommt ein ganzer neuer Bus mit Touristen an. Hoffentlich sind da auch süße Mädchen dabei. Und danach hat er gesagt, oder davor hat er noch gesagt, jetzt sei doch nicht so nachtragend. Und danach hat er gesagt, hey, wir könnten heiraten und 8 Kinder kriegen und hier auf der Insel leben. Einfach so. Und ich war genauso, guckt so, was? Das ist so, also ich kann nicht mehr. Soll ich mal weiterspielen? Wir müssen ein bisschen... Ja, das wär's. So, also das Spiel ist auf jeden Fall auch. High Five, Dankeschön, ne? Bis später. Was? Was? Grüße gehen raus. Grüße vom Erik. Bis gleich. Ich kann nicht mehr einfach, ich kann nicht mehr. Hallo, guten Tag. Hallo? Okay, dann rede nicht mit mir. Ja, wir machen jetzt auch echt nicht mehr so lange. Ich frage jetzt mal was. Sollen wir das... also es wird noch dauern, bis wir jetzt weiterspielen können. Wie gesagt, jetzt nächste Woche ist das Spiel zu Hause und... das ist ein bisschen schwierig, weil dann bin ich auch mit Erik dann unterwegs.
Also Erik hat ja Spielsause und ich bin da, wir sind im Hotel und bla bla bla. Ich klebe an ihn wie Kaugummi. Da war Beutel in der Badehose. Ne, das war glaube ich Levis oder Leaves. Geht zurück, ja. Ja, wir sollen das weiterspielen, schreibt Eloy. Sollen wir es denn dann weiterspielen? Ja, das wäre meine Frage gewesen. Ich bereue es jetzt schon. Oh, wow, okay. Wir spielen das durch. Ah. Okay. Gut, ja. Ich sehe schon, das ist ja ganz furchtbar. Okay, das ist sehr eindeutig. Ich dachte nicht, dass ich es sage, aber ja. Gut, hey, Stefan. Sieht man das? Ich mache auch viel Sport. Och, halt doch einfach die Fresse, Stefan. Ernsthaft, sag mal was anderes. Hey, Sorana. Ich beneide dich voll. Ich bin mit meiner Familie hier. Ja, kannst du alleine Sachen machen, oder? Scheiß auf die. So, was ist denn mit dir los? Du kriegst doch völlig harten Sonnenbrand. Oh mein Gott. Dafür müssen wir uns mal langsam um unsere Freundin kümmern hier, ne? Geht nicht. Wir können Vanessa nicht eincremen. Dafür essen wir jetzt unser Eis. Nom nom. Körperpflege leidet immer noch. Ich will einfach, dass hier unser Hotter Boy da vorne, Boy Toy, dass er einfach zu uns sagt, wir stinken. Das ist das Geilste doch überhaupt, ey. Ich könnte gar nicht in Ruhe schlafen, wenn du es jetzt einfach beendest. Ah, aber gleich muss ich leider. Ich muss dringend mal wieder trainieren, um mich fit zu halten. In dem Licht glänzen deine Augen wunderschön. Was für ein Fuckboy. Und damit meine ich nicht die positive Variante. Gott, ey. Pellnässer. Eis auf die Stirn irgendwie. Was? Nico, was? Aus Rache Freund ausspannen. Da sehe ich Ariane bei Max, wenn Max Mackie hat. Ja, natürlich. Rache! Das ist einfach so schleimig, ja, extrem, ey. Richtig widerlich, ey. Oh, wahrscheinlich hat er auch deswegen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen vielleicht doch die Stimme hat. Hat das Spiel vielleicht doch so weit gedacht? Ich besorge dir einen Müsli-Riegel. Ja! Bitte. Noch zu erledigen 4. Okay. Danke für die 8 Euro. Das ist auf jeden Fall nicht. Das ist Liesla. Das geht schon gut ab hier. Levi. Vielleicht kann ich. Nee, ich nehme jemanden anderen Bürger hier. Alle Voice-Actor loben. Steht gerade noch im Chat, vereinzelt, dass keine unbekannten Voice-Actor die hierher halten müssen. Ja, aber du nimmst natürlich jeden Job an. Die sind ja jetzt irgendwie ganz groß, aber zu der Zeit vielleicht nicht. Die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, dass sie das gemacht haben. Und vor allem wussten die ja bestimmt nicht, was für ein Spiel das ist. Auf der Insel herrscht akute Hungersnot. Oh ja. Ah, da vorne haben wir noch ein paar Leute. Hallo zusammen, was spielt Pan? Wir reden nicht darüber. Wir gucken zu, aber wir reden nicht darüber. Stopp! Stopp! Hände hoch! Ich hab einen! Alle sind wahnsinnig verrückt nach Müsli-Riegeln. Ja. Danke schon für die 6 Euro. 120 Euro haben wir schon wieder. Es ist kompliziert. Eleanor, ja. Hey, Simone? Ah, die hab ich nicht mehr, ne? Oh, ich drück immer I. Mist, okay, das muss ich tatsächlich besorgen. Okay. Und ich mach direkt mal wieder Müsli-Riegel. Die ist nach oben gegangen, ne? Dame im weißen Kleid.
Brötchen mit der Keks. Hey, du unbekannte Person, gib mir ein Müsli. Bring mir ein Müsli, Rigor. Oh mein Gott, ich bin so durch, ne? Die denken wahrscheinlich, dass wir hier arbeiten, deswegen holen die den Müll nicht selber. Lass dich einfach von jungen Mädchen hier bedienen? Weil die machen ja Urlaub. Wir ja überhaupt gar nicht. So. Was wollte die nochmal? Eine Zeitung. Okay, eine Zeitung. Ich hab schon wieder E gedrückt. Ich kann nicht aufhören damit. Noch zu erledigen 2. Perfekt. 14 Euro? Ja, wir verdienen da gar nicht ganz gut, ne? So, Rana hat man schon angesprochen. Die sind gar nicht so teuer, wie ich dachte. Und es gibt ein paar nette Sachen da. Unfassbar, der Stream heute. Ich fasse es immer noch nicht. Ich feiere tatsächlich jede Sekunde. Auch wenn der Stream eigentlich katastrophal auch anfing. Und, oh. Kann ich trotzdem noch was für dich machen? Warst du schon am Lagerfeuer? Das ist wahnsinnig romantisch. Den hatten wir auch schon mit der Kappe. Oder ist das Ringo? Ringo? Hallo? Carlos, bitte besorgen wir einen Saft. Ich habe Saft für dich. Lass dich mal in meine Tasche kramen. Dann kriegst du deinen Saft. Nimm meinen Saft. Perfekt. Schön. Mal gucken. Eine Person brauchen wir noch. Levi, dich hatten wir schon. Ob unten noch mal wieder welche sind? Nee, nee. Na, auch nicht. Wir gucken mal bei dem Bungalows. Das ist Carlos gewesen jetzt, ne? Hier, der hier gerade runtergeht. Trotzdem nochmal. Das geht schon gut ab hier. Okay. Man kann ja also wirklich alle nur immer einmal ansprechen. Das war Justin! Justin, das ist nicht Stefan. Justin! Justin! Wie wir schon alle kennen hier, ne? Ich hab einen Apfel, ich hab einen Apfel, ich hab einen Apfel. Yay. Justin! Nimm das. Ja, habe ich doch jetzt gemacht! Habe ich nicht gedrückt? Bin doof. Entschuldigung. Voll, bring mir einen Apfel. Du ich habe doch den Apfel jetzt. Oh, oh, ich bin so doof. Ich habe die selber gegessen, ne? Ich muss warten, bis er stehen geblieben ist. Er stehen geblieben. Oder? Habe ich es doof? Jetzt aber. Hast die Besorgung erledigt? Dankeschön für die 8 Euro. Mit Freundinnen sehen. Gute Nacht nochmal an alle, die schlafen gehen. Gute Nacht, gute Nacht. Oh. Oh. Müssen wir vielleicht irgendwas bei der Freundin machen? Ich meine. Vanessa? Ich bin schon fast durch. Ja. Aber das ist natürlich noch nicht genug. Nein, ich glaube, um Katrin Konkurrenz zu machen, braucht es noch ein wenig. Aber keine Angst, ich habe mich gut eingecremt. Nein, hast du nicht. Dann ist ja gut. Sag mal, dein Boy war vorhin hier und hat nach dir gefragt. Meinte, du solltest doch mal dringend zu ihm kommen. Er ist nicht mein Boy. Hat er gesagt, was er will? Hat er nicht. Gehst du hin? Ich denke schon. Mal sehen, was er sagt. Und noch was. Kennst du Frau Huber, die ältere Dame aus dem Bungalow bei uns? Ja. Die hat uns für heute Abend ins Restaurant eingeladen. Sie meint, wir wären zwei so bezaubernde Mädchen. Süß, oder? Ins Restaurant? Red Flag! Klingt doch gut. Du müsstest aber mal für uns bei der Rezeption herausfinden, ob man da einen besonderen Dresscode braucht. Nicht, dass wir da total underdressed auftauchen. Ist gut. Ich kümmere mich drum.
Dein Boy, ja, richtigerweise heißt er ja Toyboy. Okay, wir müssen eigentlich noch zur Rezeption. Plot-Twist, Titte sitzt in der Schule und ist eingepennt im Unterricht. Darum hören wir ständig die Schulglocke. Da bist du ja. Es tut mir leid wegen gestern Abend. Habe ich sehr großen Mist gebaut? Ich schätze schon. Ich wollte dich wirklich nicht täuschen oder so. Aber irgendwie hat das Thema nie wirklich gepasst und ich wollte ja auch nicht so damit rausplatzen. Hallo, ich habe übrigens eine Freundin. Das ist klar. Damit hätte Wie, ich das ist klar? zu viel Bedeutung gegeben. Es war einfach schön, Zeit mit dir zu verbringen. Zu viel Bedeutung? Wie soll ich das denn verstehen, bitte? Jetzt leg doch meine Worte nicht auf die Goldwaage. Kannst du das nicht auch ein wenig verstehen? Nein! Ja. Nein! Aber irgendwie trifft es mich trotzdem. Das Was spiele ich hier? Aber bitte lass uns einen Weg finden, trotzdem miteinander umzugehen. Ich bin gern in deiner Nähe. Es gibt viel zu lachen mit dir. Können wir versuchen, Freunde zu sein? Mhm. Ich sollte dich nicht drängen. Vielleicht überlegst du es dir und sagst mir nochmal Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Ich verstehe und akzeptiere das, egal wie du dich entscheidest. In Ordnung. Ich denke darüber nach. Mach das. Pass auf dich auf. Du auch. Hey, möchtest du mit mir auf die Insel gehen? Hey, das ist doch hier gerade total romantisch, oder? Mm-mm. Ja, wann hätte ich es dir denn sagen sollen, dass ich eine Freundin habe? Und sie so. Ja, ich verstehe das ein wenig. Titte, bist du doof? Oh Mann, es ist eine neue Rasse. Da, guck mal, Titte. Das ist eine Motte. Vielleicht süße Mädels dabei, sag ich dir. Weg, weg, weg. Weg. Geh mal vom Bildschirm weg, Mann. Was ist das denn? Die geht nicht weg. Hallo? Ist sie runtergefallen? Ich find's auch scheißegal. Alter, Luisa, was für ein Traumboy einfach, ne? Wut, ernsthaft, Mädel, ich bitte dich. Ja, echt mal. Hier ist gerade alles... What the fuck, einfach nur. Rezeption, ja. Körperpflege lassen wir immer noch. Oh nein. Okay, die ist nicht da reingefallen. Das ist der größte Katastrophenstream ever und ich liebe heute einfach alles daran. Das ist voll geil. Wir müssen uns unbedingt einen anderen Boy schnappen. Micha. Micha ist es einfach. Ist das Micha? Wie sah Micha nochmal aus? So? Es ist Carlos. Vergiss, wie Micha aussieht. Scheiße. Wie viele Chancen willst du Beutel geben? Ja. Ja, vor allem ist die ja voll doof irgendwie. Auch die Freundin dann mit den... Ja, und jetzt gehen die auch noch mit einer alten Omi essen. Das, da habe ich auch ein bisschen Bedenken einfach. Das ist alles so, Ganz komisch. Ich will nicht. Ich will auch nicht. Die Körperpflege ist aber wirklich mittlerweile Schwitztitte. Oh, die bleibt richtig stinkig jetzt. Das ist Selbstschutz hier. Hallo. Hast du schon was über den Dieb in Erfahrung bringen können? Leider nicht. Gibt es da sonst etwas Neues? Nein, gar nicht. Aber denk dran, dass es eine Belohnung gibt. Ja, was soll ich denn machen? Vielleicht hilft das für zusätzliche Motivation. Ich hätte da eine Frage zum Restaurant. Müssen wir da irgendwie besonders angezogen sein? Das ist keine einfache Frage. Natürlich wollen wir verhindern, dass unsere Gäste in Badesachen oder zu legerer Kleidung im Restaurant erscheinen. Aber einen echten Katalog gibt es da nicht. Aber ihr habt bestimmt schöne Sachen in eurem Gepäck, oder? Wir schauen mal. Ja, aber immer noch die ganze Zeit an. Dankeschön. Oh, heiß. Heiß. Titte soll aus Rache die gesamte Insel bimsen. Die haben nur Herzensdiebe gefunden. Oh. Meine. Püffi, Schnüffi, kommt heim. Es gibt Essen. Frau Huber. Sie wolltest du mit ihrer Katze. Oh, wir sind nicht ihre Katzen. Oh mein Gott. Wetten, die nennt uns gleich Tüffi und Schnüffi, weil die denkt, wir sind ihre Katzen. Ich sag's euch, das wird's werden. Das wird's einfach werden. So. Was muss ich jetzt machen? Die geht immer noch nicht. Kacke. Jetzt muss ich unsere Freundin wieder. Achso, und das meinte Sarah mit Tüffi und Schnüffi. Hat Sarah das schon durchgespielt? Sarah hat das Spiel ja auch empfohlen. Sarah!
Sarah. Kann es sein, dass du ein riesen Fan vom Spiel bist, es durchgespielt hast, schon mehrere Male? So dass du... Oh mein Gott, die ist ja bald tot. Und Süße, was hast du herausgefunden? Na, die haben schon so eine Art Dresscode. Aber was genau ist, konnte er mir nicht sagen. Was machen wir? Ich schlage vor, wir gehen heute Abend nochmal ordentlich shoppen. Wie wär's? Nein! Ich bin mir nicht sicher, ob ich genügend Geld dafür habe. Aber ich werde mal schauen, ob ich noch was dazu verdienen kann. Oh, vielleicht doch. Gehst du erstmal zum Shop und suchst dir was Passendes aus. Dann weißt du gleich, wie viel Bares du brauchst. Und wegen der Jobs, denk dran, dass du zur Rezeption gehen kannst. Mann, da erzählt dir sicher nochmal, wie man hier Kohle verdienen kann. Gute Idee. Wie immer, es zeigt euch das gleiche Kleid an. Ja. Hier ist mal mit ihr mit. Sarah loben. So, wir machen jetzt gleich aber Feierabend, ne? Wir spielen den ganzen Stream. Ich hätte das niemals gedacht. Oh, das ist so furchtbar einmal. Boytoy ist so ein Arschloch einfach. So ein Arschloch. Und ich wette, das Spiel ist einfach so drauf, dass wir am Ende mit ihm zusammenkommen, weil, ja, der Arme, der hat halt nicht gesagt, ja, kann er doch mal vergessen, dass er eine Freundin hat und so. Ist halt okay, gib ihm doch nochmal eine Chance. So. What? What einfach? Sarah hat sich in das Spiel entwickelt. Schön, wie es bald bei Vanessa. Erst wird die Hose heller, dann der Körper. Vanessa, jetzt beweg doch mal deinen Arsch, ey. Oh. Bitte nicht, ey. Ey, stellt euch einfach darauf ein, dass das echt so krank ist. Wirklich jetzt. Ich will's auch nicht. Ich will's wirklich auch nicht. Ich zieh mir jetzt mal mein BH ein bisschen runter. Warte. Ah. Schön. Vanessa entscheidet sich auf den schnellsten Weg, ne? Beste Kleine. Schön, dass es dich gibt. Okay, ach so, ja, dann gehe ich doch mal da wieder. Okay, ich dachte jetzt, ich brauche das alles nicht machen, weil ich habe schon Klamotten, aber gut. Danke für die Info. Bitte, Aloy. Aloy, ich ziehe den jetzt mal hier an der Seite runter. Ich habe mich so ein Sport-BH drunter. Und nochmal jetzt hier an der Seite. Jetzt sitzt er wunderbar. Oder meinst du die Titte? Wegen Kleine. Mit Titte richten. Ja. Ja. Morgen ist übrigens dann wieder noch ein Stream und erstmal der letzte war das ein Wöchlein Pause wegen der Spiele Sause. Die tue ich mir hinter den Kulissen an und ich freue mich schon sehr. Ich bin falsch gelaufen. Guckt euch die Spiele Sause an. Ich werde es auf jeden Fall hosten. Läuft auf Erichs Kanal und auf den ganzen anderen Kanälen. Kannst du noch kranker werden? Unser Boytoy ist ein Gigolo und wir bestehen nur noch aus Schweißdrüsen und arbeiten für fremde Menschen. Hi, vielleicht können wir uns doch wirklich mal ein neues Outfit holen, ne? Kann ich dir helfen? So ich bräuchte ein Ausgeh-Outfit für das Restaurant. Hm. Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht vorab schon mal etwas zeigen. Sicher. Heute Abend gut aussehen, brauchst du ein Outfit, das komplett im Stil schick gehalten ist. Haben wir ja tatsächlich. Gut. Haben wir vielleicht noch so ein Oberteil? Ey, wir können uns echt einen neuen Bikini. Guck mal, so einen neuen Bikini. So richtig so ein schwarzes Bikini, ey. Mhm. Wie viele Bikinis kann man sich hier holen? Alter. Wie viele Bikinis sind das bitte? Und die ganze Zeit hier ist so eine Kette oder sowas da unten dran. Oder wiederholen die sich immer? Ich hoffe wirklich, die wiederholen sich immer so. Okay. Das haben wir ja.
würde diese schwarze einfach machen. Ach, das ist lässig. Ach so. Ich dachte, das wäre schick. Ein neues Oberteil. War das gerade schon da? Okay, dann, ja, wir haben dann eigentlich alles, ne? Ich wollte schon neue Schuhe holen, aber was soll's. Das Problem ist nicht, dass Tidi auf Beutel reinfällt, sondern dass er ernsthaft kleben bleibt. So wie wir mocken. Was? Ja, das ist durch die Pinnerei. Ja, Steam hat größtenteils negativ. Ja, das war der Grund, wieso wir es da, ne? Also die Sarah hat es empfohlen und dann habe ich das gesehen und ja, sehr geil. Hey Baby. Ich frag mich wirklich, was Vanessa gleich anhaben wird. Und? Ready to rock and roll? Auf jeden Fall, Baby. Wir werden umwerfend aussehen. Baby, was ist los hier? Ja, ich gehe jetzt nach oben und zieh mich um. Holst du mich da ab? Ja, bis gleich. So, das machen wir noch eben. Dauert kurz ein bisschen. Das geht zur Rezeption. Wie viele es sind? Ja! Bikinis noch. So eine Hotelanlage mit Bungalows. Ohne Scheiß, ich hätte auch so Bock drauf. Oder einfach so ein, aber so all-inclusive. Und schon Halbperson, damit du halt in der Stadt auch Mittag essen kannst. Damit du was von der Stadt siehst und da das Essen auch mitbekommst. Rauskommt. Das ist aber eine Pool am Bungalow. Feine Dame, ne? Wow, das ist, Vanessa. Bist du umgezogen? Ja, wir können los. Na dann los, Puppe. Jetzt wird's zum Horrorspiel. Okay, Puppe. Dann wollen wir mal zum Restaurant. Ihr habt diese eine Duquense. Oh, Tradafidi! Hallo Partnerchat, hallo! Wir machen gleich Ende, aber wir kommen einfach nicht von diesem scheiß Spiel los. Puppe! Hm. So wie im GTA-RP Melodies beste Freundin so ein bisschen so Vibes hat sie. Arianas beste Freundin, Melody. Oh. Da ist die Oma. Hallo Oma. Frau Hubert. Ich freue mich also, dass ihr beide kommen konntet. Vielen Dank für die Einladung. Oh, keine Ursache. Vanessa hat mir so viel von dir erzählt. Ist Halbpension. Ja? Wieso Einladung? Alles andere habe ich diplomatisch weggelassen. Wieso Einladung? Das ist Halbpension. Wir haben es alle bezahlt. Was ist das für eine Stimmung? Wunderbar. So herrlich erfrischend, sich mit jungen Leuten zu unterhalten. Vielen Dank. Das machen wir bald mal wieder, ja? Vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ja, gerne. Dann auf Wiedersehen. Und gute Nacht. Gute Nacht. Bis bald. Dankeschön. Habe ich nicht gesagt, dass sie furchtbar nett ist? Und sie mag dich total gerne. Jetzt mit Oma verkuppelt. Ich fand sie auch sympathisch. Es war ein netter Abend. Auch ohne Jungs. Hör bloß auf. Ach übrigens, ich habe heute schon zweimal Luisa aus verschiedenen Bungalows kommen sehen. Wohnen die nicht im Bungalow 4? Hure! Was hat die olle Kuh denn dann in anderen Häusern zu suchen? Luisa ist der Dieb! Sollten wir mal sehen, ob wir sie finden und sie fragen. Und ganz beiläufig kannst du ja mal sehen, ob sie irgendwas über ihren heimlichen Liebhaber erzählt. Du glaubst, sie erzählt uns was über ihr Verhältnis? Ich glaube nicht. Ist doch egal. Komm, sei kein Spielverderber. Vielleicht findest du noch etwas über sie heraus, was du gegen sie bei dem Idioten verwenden kannst.
Nenn ihn nicht den Idioten. Nimmst du ihn etwa in Schutz? Quatsch. Aber ihn zu beleidigen ist ja wohl auch etwas übertrieben. Los, wir schauen uns mal bei Luisas Bungalow. Das ist nicht übertrieben, das ist genau richtig. Und das ist ein Cliffhanger. Immer noch krass, dass das Spiel eine eigene Kategorie auf Twitch hat. Oh ja. Wir kommen zurück in Duquense. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe wirklich Bock auf das Spiel. Ach, oh Gott, das... Ach ja. Oh nein, stimmt ja die Steuerung. Oh, oh wie schön das gerade ist. So was... Nein! Warum? Oh, so. Also, Rasterralle ist nicht da und der Tag war vorbei. Wir haben jetzt Abend. Wir können jetzt hingehen und gucken, was wir zuletzt hier hatten. Oh mein Gott, Tittes Makeover. Ich hab's voll vergessen. Ja, natürlich. Ich reu's doch mit mir nicht oft. Ich hab das meist, wenn ich irgendwas mit Gluten gegessen habe, schwillt mein Hals an. Wird ein bisschen schleimig und deswegen frage ich mich gerade, ob bei dem Essen gerade wieder irgendwas war, was ich im Nachhinein wohl nicht vertrage. Tut mir leid, wenn ich mich heute ein bisschen räusper, dann... Das hört irgendwann auf. Was? Warte. Ist doch egal. Komm, sei kein Spielverderber. Vielleicht findest du noch etwas über sie heraus, was du gegen sie bei dem Idioten verwenden kannst. Nenn ihn nicht den Idioten. Bigfoot wollen Putzi und ich noch spielen. Auf jeden Fall. Titte, was ist mit dir los, ey? Nimmst du ihn etwa in Schutz? Nimmst du ihn etwa mit in den Schmutz? Quatsch, aber ihn zu beleidigen ist ja wohl auch etwas übertrieben. Nein, Titte! Boah, ich könnte mich schon wieder aufregen, ne? Nein, ist es nicht! Los, wir schauen uns mal Luisas Bungalow in Luisas Bungalow. Luisa war die Olle, ne? Der Bungalow musste irgendwo da vorne sein. So. Das dauert immer so, das dauert ein paar Minuten und dann geht's ja wieder besser. Jetzt schieben wir es auf die... Okay, diese Luisa war wirklich scheiße, ne? Aber was ist denn hier los? Ist das nicht die Mutter? Ne, das ist die Oma! Hallo Oma? Tschüss, oh, warte mal, wie ging das nochmal mit E? Auf YouTube hier übrigens, ne? Ist jetzt eine ganze Weile her, seitdem wir Tilde wieder gespielt haben. Heute ziehen wir natürlich durch. Oh, Drama, 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 Drama. Leertaste war's. Hey, sucht dir jemand Bestimmtes? Du hast mir doch gestern den Zettel gegeben. Stimmt. Von wem war der? Habe ich doch schon gesagt. Das weiß ich nicht. Irgend so ein Typ. Wie sah er denn aus? Hässlich? Keine Ahnung, was weiß ich denn? Haben mir den Kollegen nicht so genau angesehen. Ist ja gut. Sag mal, hast du Luisa gesehen? Hässlich. Was wollt ihr denn von meiner Schwester? Hat sie wieder was ausgefressen? Luisa ist deine Schwester? Ja, leider. Kann ich sagen, dass ich den Umstand begrüßen würde? Was ist denn nun mit ihr? Dass ich diesen Umstand begrüße? Ich habe sie heute ein paar Mal bei irgendwelchen Bungalows gesehen. Und ich wollte ihr ein paar Fragen stellen. Sag mal, ihr ermittelt nicht zufällig in dieser Diebstahlsache, oder? Ermitteln? Wo hast du das denn her? Wir sind doch hier nicht im Fernsehen. Ich mach gleich lauter. Wie willst du das wissen? Naja, ich bin ja nicht blöd. Ich kann schon eins und eins zusammenzählen. Dass ihr ausgerechnet nach Luisa fragt, ist schon komisch. Wieso das? Na, meine Schwester hat in der letzten Zeit viele neue und vor allem teure Klamotten. Keine Ahnung, wo sie die Kohle her hat. Und da denkst du, hey, ich... Luisa klaut! Aber wie gesagt, ich bin nicht blöd. Und falls ihr was rausfinden könnt und sie damit vor größeren Schwierigkeiten bewahrt, tut ihr mir einen Gefallen. Oh, wie süß, der mitfühlende kleine Bruder. Ich glaube dir kein Wort. Ich habe auch einen jüngeren Bruder und der ist ein Stinktier. Du willst ihr doch nur eins reinwürgen. Denk, was du willst. Ich weiß, was ich gesehen habe. So, jetzt muss ich los. Bis später. What? Okay, ich mach mal ganz kurz lauter. Ist es so besser? Ey, warte, 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 warte. Okay, wir müssen mit ihr reden. Hallo? Können wir jetzt einfach nur da rein? Wieso kann ich sie nicht ansprechen?
Ah, jetzt. Ist ja interessant. Vielleicht hat deine kleine Freundin ja wirklich noch mehr Dreck am Stecken. Hm. Das ist nicht meine kleine Freundin. Aber wenn das so ist, werde ich das rausfinden. Was für ein Zickendrama jetzt schon? So lieben wir dich. Ich werde jetzt mal in den Bungalow gehen, noch was lesen. Bis später? Ja, bis später. Luana, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Du hast heute überhaupt noch nicht trainiert. Wenn du wirklich beim Talentwettbewerb richtig gut sein willst, solltest du wirklich jeden Tag trainieren. Nein, ich will aber nicht. Aber jetzt ist von der Lautstärke okay. Jetzt können wir weiterspielen, oder? Oh, ich will nicht trainieren gehen. Wir müssen ja tanzen trainieren und ich bin so schlecht da drin. Man hört leider fast gar nichts. First Tip ist schon mal da. Wie, man hört gar nichts. Warte, ist das jetzt besser? Ich muss auch bei mir sehr leise machen hier. Ich rede mal mit ihr hier. Geht da nicht? Warte, wo ist der Name da? Bitte besorge mir einen Apfel. Bitte besorg dir doch selber einen. So, ich gehe jetzt in die Disco. Und das wird sehr laut werden. Ich höre es die ganze Zeit schon gut. Ja, ich eigentlich auch. Aber gut. Ich werde jetzt mal ganz übel verkacken, weil ich hasse Quicktime-Events. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich verkacke einfach auch.